liebe Aquarianer, heute einen Kurzfilm und baue diese Wurzel in den Aquarium ein und gebe ihr den Eindruck, als ob sie schwebt. Viel Spaß beim Zuschauen. Und du machst auch wieder mit, gell? Jetzt werden wir also die Wurzel wiegen. Siebeneinhalb Kilo. So, liebe Aquarianer, hier seht ihr alles, was wir brauchen. Eine unsymmetrische Wurzel, die so ins Aquarium nicht reinpasst. Eine Säge, ein rechter Winkel, ein Versenker, ein 6,5er Bohrer, ein Bleistift, ein Maßband, Edelstahlschrauben, eine Schutzbrille für die Säge, ein Akkuschrauber und eine Eternitplatte 8 mm für den Fuß. Ja, das ist kein Geheimnis. Und dann braucht ihr noch einen Hund, der Ihnen dabei hilft. Ja, das ist der Cäsar. Komm mal hier. Den kennt ihr vielleicht schon. Cäsar, da spielt die Musik. Gut. Ja, das spielen wir erstmal mit dem Knochen und dann geht's weiter. Ja, gib mir her. Ja, gib ihn doch her. Ja, ja. So, jetzt habe ich vorbereitet, wie die Aquariumwurzel dann ins Becken reinkommt. Das muss ich wissen, was die Vorderseite ist, was die Hinterseite ist, was ich verstecken will. Und die Breite von der Wurzel ist auch sehr wichtig. Das ist ca. 1 Meter. Die Tiefe, was bei 80. Das kann ich aber alles beschneiden, weil es werden auch noch Rohrleitungen versteckt und alles. Und was am allerwichtigsten ist, wie hoch ist mein Becken und auf welcher Höhe möchte ich den Anschein haben, dass die Wurzel schwebt. Wenn praktisch hier der Aquariumkies ist, wäre das praktisch von hier oben bis zur Oberkante 60 cm. Also dürfte das Becken nicht höher sein wie 60 cm. Weil sonst müsste ich von den zerklüfteten oben abschneiden oder es ginge nur in ein offenes Aquarium rein. Das müsst ihr dabei bedenken. Ich zum Beispiel arbeite jetzt nur noch mit offenem Aquarium. Bei mir ist es egal, wie weit das oben raussteht. Im Gegenteil, ich möchte es sogar haben, weil ich das oben dann auch bepflanzen kann. Ich kann es oben aushöhlen und mit besonderen Pflanzen dann bekleben bzw. einpflanzen. Ja, was ist noch zu beachten? Jetzt ist sie praktisch in der Stellung, wie ihr sie vom Aquarium aus seht. Okay? Das ist die Frontalansicht und jetzt könnten wir die Wurzel anfangen zu bearbeiten. Jetzt seht ihr die Wurzel von der halblinken Seite. Das ist praktisch der lange Arm, der parallel zur Rückwand ist. Das hier ist meine Höhe. Wenn ich es dunkler haben will unter die Wurzel, muss ich die Höhe reduzieren. Also müsste ich praktisch so schneiden oder so. Aber ich will das so hoch haben und demzufolge müsste ich Oberkante Tisch die Wurzel gerade absägen. Das werden wir jetzt anzeichnen und hier absägen. Um das hier zu schneiden, werde ich mit der Säge, mit der normalen Handsäge, ringsherum gerade ansägen. Weil jetzt habe ich noch die Tischkante als geraden Anhaltspunkt. So. So. Gut. Vielleicht seht ihr es hier. Hier wird geschnitten. Wichtig wie immer, Teil fixieren mit der Schraubzwinge und mit ein paar Hölzern und gucken, ob es klappt, ja.
Das ist der erste Schnitt. Es wird noch ein paar Mal abgeschnitten, bis es richtig passt. Jetzt kontrolliere ich, wie es auf der Eternitplatte gerade dann da steht. Also wie die Wurzel dann gerade da steht. So sollte sie dann im Aquarium stehen. Und 5 cm Kies muss man sich dazu denken. Der Fuß wird kaschiert, aber nicht mit einer Pflanze, sondern mit dreien, das zeige ich nachher noch, um von den hinteren Fuß abzulenken. Ja, aber mir scheint sie noch ein bisschen zu hoch. Der Schwerpunkt passt auch über der Eternitplatte. Ich werde sie wahrscheinlich noch 5 cm kürzer schneiden. Aber das ist noch nicht das Endgültige. Die Wurzel wird so lange abgeschnitten, bis es einem persönlich passt. Deswegen gibt es kein Allheilmaß für jede Wurzel. 5 cm ungefähr schneide ich ab. Vorher wieder fixiert. Und wieder hinstellen und kontrollieren. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt brauche ich nur noch zusammenschrauben. Wichtig ist auch der Schwerpunkt. Also muss praktisch der eine Arm außerhalb des Schwerpunktes angeschraubt werden. Ganz wichtig, weil der Druck kommt auf die Wurzel hier vorne, wo es am schwersten ist. Hier ungefähr wird der Schwerpunkt sein. Nicht hier, wo der lange Arm ist, der ist ziemlich dünn. Hier ist es ziemlich massiv, also ist hier ungefähr der Schwerpunkt und hier ist der Arm. Aber hier muss die Auflage sein, um sicher zu stehen. Das machen wir jetzt. Hoffentlich seht ihr das hier. Hier durch die Umrisse von der Wurzel anzeichnen. Damit ich auch schön bohren kann. Was noch wichtiger ist, die Schraubenrichtung aufzeichnen. Leicht schräg nach hinten. So. Das kleine Teil muss das halten. Nun kommen wir zum Bohren. Ich habe schon was drunter gelegt hier. Und wir müssen die gleiche Richtung bohren, wie der Ast nach hinten geht. Anbohren. Senke einspannen. Das ist die Richtung. Wenn sie so schräg reingeschraubt werden, müssen die immer noch versenkt sein. Also das ist noch zu wenig. Ja. Es liegt zwar nicht auf der Aquariumscheibe auf, aber trotzdem.
machen wir alle Bohrungen. Ungefähr 3 cm mindestens auseinander entfernt. Habe ich die oberste Schraube angezeichnet und die tue ich mit dem Vierer vorbohren, damit das Holz nicht so aufplatzt. Die Richtung passt. Immer erst nur eine vorbohren. Nicht alle fünf, nur eine. Voilà. Eine Schraube. Es kommen mindestens 3 rein. Ich mache auch 5 rein. Aber ja, eine reicht nicht aus. Weil man muss auch hier hantieren. Man muss hinten was anschrauben alles. Aber der Schwerpunkt ist ungefähr hier. Sieht gut aus. Mir gefällt es. Nochmal ausrichten. Das vielleicht nach vorne. Ja. Können wir die anderen auch bohren. Halt. So. Sieht schon besser aus. Der Tisch wackelt, okay. Aber das passt schon. Ja. Jetzt wird der Rest gebohrt. Die geht nicht rein. Die kommt hier raus. Deswegen habe ich immer mehrere Bohrungen. So, von 5 Bohrungen habe ich nur 4 gebraucht, im Prinzip nur 3, aber das passt schön.
Super. Super. Hier kann man ganz gut erkennen, da die Schrauben schräg rein sind. Das hier zum Beispiel, muss ich nochmal versenken. Hier ein klein wenig und die sind schön. Den und den nochmal versenken. Nun komm. Und zwar in die Richtung. Ja. Warm sind sie, wenn man es rausdreht. Ganz wichtig, falls einer auf die Idee kommt, das auf dem Aquariumboden hinzustellen, ohne ein Vlies drunter, da kann nie was passieren, wenn kein Druckpunkt da ist. Ganz wichtig. Ja, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt müssen wir noch warten auf die Mittagssonne, damit ihr den Schatten auch seht, wie die Wurzel dann in eurem Aquarium aussieht. Weil die Wurzel ist niemals von vorne beleuchtet. Demzufolge seht ihr das noch. Seht ihr das Stück? Das muss vor dem Schatten liegen. Zeigt euch mal von hinten. Das kann optional abgeschnitten werden, wenn das die Aquariumtiefe nicht hergibt. Die Seite ist hinten. Ja? Guck mal. Hier kann ich die Schläuche für meine Bodenabsauger reinmachen oder auch nicht, kann es verstecken. Und die Gesamthöhe und die Breite von unten, die sage ich gleich nochmal an, muss ich ein Maßband holen. Aber so ungefähr sieht es aus. Und keine Angst, das ist stabil. Das Einzige, was nicht stabil ist, ist mein Tisch. Das wäre 60 cm Oberkante Wasser. Da wäre das alles im Wasser drin. Wenn man ein offenes Becken hat und man hat nur 50 cm und hat hier noch ein bisschen Kies unterpolstert, dann würde praktisch hier ein Teil rausschauen. Sieht auch sehr schön aus. Auf jeden Fall ist es für ein 60 cm Becken geplant. Die Breite haben wir schon gesagt, das ist ca. 90, 1 Meter. 90 ist es bloß, ja, 90. 90. Ja. Und jetzt gehen wir ins Kaschieren, damit wir das nicht mehr sehen, damit das nicht auffällt. Und wer jetzt behauptet, dass das viel Arbeit ist, ja, eine Wurzel reintun und einen Stein drauf, das tut es auch, aber das empfehle ich nur Anfängern. Wenn einer dann fortgeschritten ist und Profi werden will und will es auch sicher ins Aquarium einbauen, dann empfehle ich die Vorbereitung etwas gründlicher zu machen. Weil Steine drauflegen sieht nicht gut aus. Kann man drüber denken, wie man will. Anfängern tue ich das zugestehen, aber Fortgeschrittene und Profis müssten sich an höheren Standort gewöhnen, um ein schönes Becken zu produzieren, sage ich nur. Ist meine Meinung.
Jetzt muss ich nur noch ein paar Büsche finden, die das so kaschieren, damit ihr euch das auch bildlich so vorstellen könnt. Zum Beispiel würde ich im Becken nur Kryptokoryne nehmen, die halb Schatten brauchen. Keine Amazonaspflanzen, Kryptokoryne oder Anubien. Die würde ich eine hier postieren und zwei zur Ablenkung hier, wo keine Wurzel runtergeht. Und die schönste von beiden, die größten, müssten hier postiert werden, damit sie vom Blick ablenken. Das zeige ich euch nachher. Jetzt suche ich erstmal ein paar Pflanzen, die wir hier professorisch reinstecken können. Ich habe jetzt so schnell keine Pflanzen gefunden, aber ich habe es mal mit ein paar Steinen kaschiert. Und ihr werdet sehen, wenn die Mittagssonne noch weiter raufgeht, ist der hintere Teil, wenn da noch Pflanzen davor stehen, nicht mehr zu sehen. Die Wurzel macht den Eindruck, dass sie schwebt. Dreh's mal. Das war's, liebe Aquarianer. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Und ich glaube, das ist eigentlich ziemlich gelungen, was man hier sieht. Viel Spaß beim Nachbauen. Bis dann, euer Bernd.